Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Slime, meine Lieben. Ja, heute wird es ein neues Video geben. Heute mache ich Nutella Slime. Was den so besonders macht, das erfahrt ihr jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir ein Like da, schreibt mir ein Kommi und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Videos. Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Slime, meine Lieben. Heute machen wir diesen absolut leckeren Nutella Slime. Der ist zwar nicht essbar, aber sieht total echt aus und ist super, super stretchy. Viel Spaß, los geht's, euer Kümmer Slime. Für unseren Nutella Slime brauchen wir natürlich Kleber. Ich verwende hier den Washable Glue von Amazon. Link dazu in der Infobox. Du brauchst eine Body Lotion. Ich könnte dir eine Body Lotion mit Schokogeschmack empfehlen. Passend zum Nutella Slime. Du brauchst natürlich eine braune Farbe, damit du den gewünschten Nutella Farbton hinbekommst. Natron. Kochsalzlösung. Und die wichtigste Zutat, Babypuder. Dadurch wird euer Nutella-Slime richtig schön geschmeidig. Das seht ihr jetzt. Jetzt brauchst du noch eine Schüssel und etwas zum Rumrühren. Wir starten wie immer mit dem Kleber als Grundmasse. Ich verwende 200 bis 300 Milliliter. Als nächstes die Bodylotion. Damit euer Slime schön geschmeidig wird. Ich habe hier den Balea Be Cool von No Drama Llama genommen. Das hat so ein bisschen Spekulatius-Lebkuchengeruch, den finde ich eigentlich ganz lecker. Jetzt unsere Farbe. Ich verwende hier eine Acrylfarbe aus dem Teddy. Macht ruhig richtig viel dran, damit euer Slime auch schön schokoladig aussieht. Weiter geht's mit unserem Natron. Ja, ich bin noch nicht ganz gesund. Eine Prise Natron. Jetzt erstmal die Grundzutaten alle verrühren. Hashtag umrühren. Und wie ihr seht, es sieht schon echt schön schokoladig aus. Obwohl es noch nach Vollmilchschokolade aussieht, deswegen mache ich jetzt nochmal ein bisschen Farbe dran. Ich werde noch einen Tropfen Schwarz dran machen, es ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Ist er sehr dunkel geworden, das heißt, ich mache nochmal einen Klecks Kleber dran, damit er wieder weißer wird bzw. heller. Soll noch ein bisschen heller werden, probiere ich es nochmal mit ein bisschen weiß. So, ich denke, jetzt ist sie ganz okay, die Farbe. Weiter geht's mit unserem Babypuder, da können wir jetzt schon mal etwas dran geben. Bedeckt ruhig euren kompletten Slime oben mit einer 2-3 mm Schicht und das wird jetzt schön eingerührt. Weiter geht's mit der Kontaktlinsenflüssigkeit. Immer ein paar Spritzer dran geben. Unter den Slime unterheben und das macht ihr so lange, bis sich der Slime von der Schüssel löst. So, das ging heute mal echt richtig flott. Er klebt jetzt natürlich noch. Wir können ihn jetzt aus der Schüssel nehmen. Um den Slime jetzt noch ein bisschen fester und geschmeidiger zu machen, machen wir jetzt keine Kontaktlinsenflüssigkeit mehr dran, sondern wir arbeiten jetzt weiter mit dem Puder. Das heißt, ihr macht immer ein paar Spritzer oben drauf, bemehlt das Ganze, knetet jetzt einfach das Puder in euren Slime ein. Und ihr merkt, der wird dann so ein bisschen matt von der Oberfläche und dann wisst ihr, aha, ihr habt eine gute Konsistenz. So, er klebt jetzt nicht mehr. Ich werde ihn jetzt noch ein paar Minuten hier so ruhen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir uns unseren schönen Schokoslime doch mal an. Ich habe hier noch ein paar kleine Schokocooties drumherum gelegt, die ich mir mal bestellt habe. Ich fand die so niedlich und die passen eigentlich auch sehr gut zum Nutella-Slime. Haben auch dieselbe Farbe tatsächlich. Ihr könnt natürlich auch Kakaopulver oder ähnliches dran machen, um nochmal einen total tollen Schokogeruch zu bekommen. Wie ihr seht, es ist ein total stretchy Slime geworden, der beim Auseinanderziehen auch matt wird, wie ihr seht. Der glänzt jetzt nicht mehr so stark. Das liegt einfach nur daran, dass Babypuder macht das. So, wir haben also einen richtig schönen, tollen Schokoslime bekommen, den wir auch zu einer tollen Schnecke machen können.
Und er lässt sich auch super verstreichen, wie ein Butterslime. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Slime auch mal nachzumachen. Ich finde es ein super einfaches und leckeres Rezept. Ist natürlich nicht zum Essen da, aber für einen Schokoslime. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen von diesem Slime. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir ein Kommi, abonniert meinen Kanal.